Freunde, wir stecken der Klemme doch, zum Glück gibt es Brettspiele. Herzlich willkommen. Servus Maria. Hi Markus. Hallo Leute, heute packen wir wieder ein paar Spiele aus. Und die Maria war ein bisschen vorschnell. Ja. Bei dem einen Spiel hat sie schon die Folie runtergenommen, aber ihr werdet sehen, innen ist noch alles komplett. So, im Prinzip ist ja egal, aber sie redet und redet und redet und macht die Folie auf und ich denke mir, was macht sie jetzt da, Maria? Und er hat gefragt, was machst du denn? Und ich, oh, ich hab's schon aufgerissen. Einmal mit Profis, ne? So, wir schauen uns zuerst einmal das hier an, nämlich Oros. Oros schauen wir uns an. Oros, Oros ist auf Englisch. Ja. Bin ich neugierig, was es kann. Ist quasi so, man ist ja quasi ein Halbgott oder wie auch immer. Es hat so ein bisschen was so wie Populus, wenn man das kennt, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Schauen wir gleich. Schau, da ist es. Rulebook. Spielregeln. Ja. Mit viele. Aufgeräumt. Wirkt aufgeräumt. Genau. Mit großen und vielen Bildern, ja. Strukturiert. Ganz hinten gibt es ein Symbol, Reference Guide. Das ist ganz okay. Ja. Dann haben wir da so in Plastik verpackte Plättchen. Muss man auch machen. Kann man machen, Plastik ist unnötig, aber ja. Muss man nicht, also da bin ich nicht so ganz glücklich darüber. Ja. Und dann haben wir die Plättchen, vielleicht gebe ich dir ein paar. Ja, vielleicht. Aber ganz schön chunky, ganz schön dick. Das gefällt mir eigentlich. Gut so, weil man soll sie eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, man muss sie schieben. Ah ja. Und wenn man sie schiebt, dann sollten sie auch wirklich... Ja, das... Nur ein bisschen dicker sein, ja. Und sie gehen auch leicht aus, also das ist auch gut so. Und man bildet dann Landschaften. Mhm. Und dann muss man sie scoren. Aber wie das ganz genau funktioniert, weiß ich nicht. Das aber weiß ich, man weiß, nicht dass genau. Ich weiß, dass man das schieben muss. Okay. So. Und dann haben wir da noch so Teile, die sind urbunt und die urbunt. Mag ich. Urbunt. Ah ja, das sind so Tetris-Teilchen. Ja. Ein bisschen. Ja, schau, da gibt es solche. Und die sind wirklich verschiedene. Schau. Sie haben alle dieselbe Form. Okay. Ja, sie haben alle dieselbe Form. Na, da gibt es auch so kleinere und größere. Ah, ja. Okay, gut, ja. Und dann gibt es da so noch so, schau, Charaktere. Das sind die, Halbgötter, die Demigods. Genau, ja. Willst du noch einen, oder? Na, das passt schon. Einer reicht, glaube ich. Ne? Schau, diese Plastik nervt. Dann kommt die nächste Plastik. Die sollen lernen, dass man das nicht braucht. Weil man reißt es sowieso nur auf. Und dann muss man das aufmachen und wegschmeißen. Okay, das erste ist hier gleich die Automa. Achso, das meinst du, ja. Das ist Automa. Das ist quasi Solo-Variante. Mhm. Und da gibt es dann so auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob das immer... Oh ja, das sind immer noch Automas, oder nicht? Na, das passt. Ja, aber das gefällt mir. Schaut, da sind die Charaktere drauf. Mhm. Okay, warte mal. Ja? Vielleicht heißt der eine Charakter einfach so Automa. Ja, ich glaube nicht. Nein, das glaub ist Demigod und dann Automa. Ja. Da zeigen wir mal da vielleicht mal bitte. Eins her, aus der Nähe. Mhm. So sind verschiedene Plättchen, da legt man dann die Plättchen drauf? Nein, legt man da auch den Spielplan. So, ja. Ja, und dann gibt es dann so einen kleinen, das ist wahrscheinlich der Scoring, weil das sieht wie Victory Points. Mhm. Ja, vier Spieler und ein und mehr vielleicht. Und da ist dieser Plan, der ist nämlich, das soll wie ein Insel aussehen. Mhm. Wo man dann die Teile verschieben kann. Das ist schon mal schön, dass er rund, also nicht rund, aber abgerundet ist. Das gefällt mir ganz gut. Und dann gibt es eine andere Seite, das ist ein bisschen größer. Ja. Ja. Ja, nichts Aufregendes. Nicht von der Grafik her ist der Spielplan jetzt eher zweckdienlich, aber. Und dann haben wir verschiedene Mittel. Und da muss ich sagen, haben wir einige coole Holzteile. Das, einige coole Holzteile. Das hier haben wir so Vierer. In verschiedenen Farben. Zweier. Ja. Dann gibt es noch Dreier und Einser. Einser wahrscheinlich, ja. Genau. Das schaut ganz cool aus. Farben. Sind so vielleicht Berge oder keine Ahnung. Ja, es schaut aus wie Berge oder wie Vulkane oder so. Ja. So, dann haben wir so lustige Teile. Ah ja. Auch in verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, was das ist, aber eine Brücke vielleicht oder man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auch in verschiedenen Farben, das sind wahrscheinlich die Spielerfarben. Mhm. Und dann haben wir da so Miepelchen. Das sind dann die für die Charaktere. Das sind Miepel, die ein bisschen so aztekisch angehaucht sind. Ja. Die aber auch bedruckt sind. Ja, so warte, mit so einem so Strichmäxchenartig. Das ist lustig. Ja, das ganz lieb. Das finde ich gar nicht schlecht. Ganz lieb, ja. Schau, da hast du noch einen blauen. Dann gibt es noch einen grünen in schönen Spiele. Ja. Dann haben wir da so Standys für die Figuren, die wir gesehen haben, also für die Pappfiguren. Genau. Dann gibt es da einen Block.
Das ist dann quasi genau zum Scoring. Wo man es dann aufschreibt, wer genau was gemacht hat. Dann gibt es einen lustigen Inlay. Und Karten natürlich. Und Karten gibt es auch tatsächlich. Und bin ich neugierig, ob ich sie aufbekomme. Ich glaube nicht. Ich glaub, oh ja, oh, schau, ja, das geht ja sogar ganz schnell. Na boom. Die sind aber so dünn, ich weiß nicht. Na, no, finde ich nicht. Oh ja, die haben schon leider Finish. Ja, doch. Ja. Ja, dann gibt es ihn auch in verschiedenen Farben. Weiß nicht, ob das Spielerfarben sind. Ich glaube weiß schon, man nicht, aber... Weil wir hatten blau, gelb fehlt mir dann. Lila hatten wir auch nicht. Ja, sind da verschiedene... Ja. Bereiche, die angegeben man erfüllen sind. Muss wahrscheinlich. Und halt, keine Ahnung, man das weiß sind es wahrscheinlich nicht. Die Ziele. Oder da sagt na, schieb diese mittlere zweimal. Ja, oder so, du musst ja die Mitte leer haben und so weiter und so fort. Hm? Ja, schau es. Interessant. Ja. Kann ganz lustig sein, aber man weiß es nicht. Ne? Wenn es gut erklärt ist oder wenn es wirklich funktioniert, so wie es sein sollte, dann könnte es auch lustig sein. Also das Material gefällt mir. Es ist okay. Also ich meine, okay, ist zu niedrig. Die Meeple schon sehr toll aus. Die Grafik und so weiter ist absolut irgendwie familienspieltauglich, eher zweckdienlich, aber, aber macht ja nichts. Aber es ist nicht schön. Ja. So, und jetzt schauen wir uns etwas, was viel lustig ist, das noch verpackt ist, was ich noch nicht aufgerissen habe. Ja, jetzt darfst du. Nämlich Valda. Valda, die Wikinger. Ein kompetitives Strategiespiel, in welchem du, ein Wikinger-Häuptling, Ressourcen verwaltest, über mächtige Kräfte verfügst und Tempel baust. Versammle deine Anhänger um dich und tralala. Ja. Und die Götter werden auch eine Rolle spielen. Schaut euch das an. Ist ein ungewöhnlicher Karton. Ja, ja, also das ist nicht so. Kein Standard. Eckig, so kein Standard. Und das hat mich dann schon, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon lustig. Weil ich habe geglaubt, das ist viel kleiner, das Spiel. Okay. Ich habe das an Bildern gesehen und habe mir gedacht, das ist viel kleiner. Aber schau, und da haben wir auch schon hinten Symbolik erklären. Ja. Schau, das ist doch schön bemalt und so. Ja, viel Text viel auf Text, kleinem Raum. Ja, viel Text und ich glaube zu aber wenig. Aber es ist schnell Beispiele erklärt. Na, no, es ist schnell erklärt. Das muss man dann schauen. Ich mache das schon. Ja, also damit ihr das auch seht, schaut gut aus. Das gefällt mir, das schaut wirklich cool aus. Ja. Schau, Doppel-Layer. Ja, das sind die Playerboards vermutlich. Ja. Höchstwahrscheinlich. Und da sieht man schon, da spielt sich schon ein bisschen was ab. Ja. Man kann das jetzt so gar nicht sehen. Was alles, auch lustig ist, dass darunter ist so glänzend und das obere nicht matt, so. Matt, ja, das ist dann matt. Ja, aber das mag ich. Das gibt schon was her. Ja, das schaut gut aus, ja. Der nächste Charakter. Den zeigen wir auch noch her. Ja. Da sieht man das. Da sind so, da kommen Plättchen rein, vielleicht oder einfach nur Ressourcen. Und dann haben wir dann einzelne Bereiche für Würfelchen oder so. Wir werden ja gleich sehen, was da noch drinnen ist. Aber bin ich auch neugierig. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das habe ich gerade gemerkt. Das ist ein bisschen schwächer. Ja. Da ist es ein bisschen schwächer, genau. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das, Der nächste Charakter. Und dann haben wir noch einen. Ja, dann kommt dieser riesengroße Plan. Ein quietschbunter Plan. Also so riesig ist er gar nicht. Aber quietschbunt. Quietschepunkt. Ich habe geglaubt, das ist größer. Ja, verschiedene, schaut doch gut aus. Verschiedene Orte sozusagen, da sehe ich schon auch Götter. Genau, nämlich Odin, Götter. Freya, Thor. Genau. Wer kennt sie nicht? Da gibt es den Heimdall und Tyr. Tyr. Kennt man, wenn man God of War gespielt hat zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel. Oder Assassin's Creed Valhalla. Da haben wir ein paar Wassertropfen. Genau, das sind die Wassertropfen, die kommen dann unten unter die Playerboards hin wahrscheinlich. Mhm. Das ist ganz okay. Da haben wir die Wikinger-Siedlungen in verschiedenen Farben. Und das Rot wird wahrscheinlich nicht so gut genau sein. Das sind diese, nein, nicht Tippis, aber halt, ich weiß nicht, wie sie bei denen heißen. Ne, diese riesengroßen Hallen. Ach so. Ja, okay, ja, gut, ja. Ja, die typische Architektur von Wikinger. Ja. Dann haben wir Kristalle in Gold und Transparent oder Trans Clear, ja, wie man so schön sagt, in der Glemmbaustein-Welt. Ganz lieb. Dann haben wir ein paar Würfelchen in verschiedenen Farben. Das sind Junkie Dice. So. Damit erwürfelt man Ressourcen, wie es scheint, oder so, weil da hat man eben jetzt ein Wasser. Ja. Dann haben wir hier Kristalle. Und das sind irgendwie, keine Ahnung, da kann es dann auch einen Totenkopf geben zum Beispiel. Lustig, das, ja, das macht was her, das macht Spaß. Das ist lustig. Wir sind sie fast der Spur zu groß. Zu groß? Aber ich habe auch kleine zu Hände. Zu globig.
Ja. Schauen wir mal. Nichts. Schauen wir mal. Und dann haben wir etwas, was ich liebe. Ja, Glötzchen. Meine Lieblingsglötzchen, bitte. Ja, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber hätte ja nicht sein müssen, weil alles andere schaut gut aus. Nur diese Glötzchen, ja, ich weiß nicht. Die soll man verbannen von Außerwind. Ja. Schau. Ui, da haben wir dann... Die Wikingerkämpfer. Genau. Die schauen alle gleich aus, genau, Spieler. Genau, die sind alle gleich. Aber macht ja nichts. Das, ja, sind wahrscheinlich die Häuptlinge. Einseitig bedruckt. Mhm, nur einseitig, also die andere Seite ist normal. Toll. Und dann haben wir viele Karten. Wenn, genau, du willst, kannst, ja, du das aufmachen. Sicher, kann ich machen, ja. Wenn man es aufbekommt. Ich hab's schon offen. Oh ja, ich hab's schon geschaut. Ich war schneller. Geht da eh auch einfach. Also die Hinterseite ist immer gleich. Das, ne, ist tatsächlich richtig. Ja, dann zeige ich einfach mal ein bisschen was her, bitte, in der Aufnahme. Damals war ein Tempel. Mhm. Ja. Dann haben wir da wieder was. Ich weiß nicht, ob ich das mag, dass es so geschrieben ist. Ja, diese Schrift mag, weiß ich. Und man muss schon wirklich schauen. Infiltration. Seduction. Okay. Seduction. Ja, das könnte vielleicht auch den einen oder anderen aufstoßen. Aber macht ja nichts. Ah ja, das... Treasure Chest. Aber den hat es umgeschmissen oder so. Weiß nicht, was das soll. Ja, also da gibt es wirklich verschiedene. Da gibt es sogar Waffen und dann gibt es so... Also ja. Bei mir. Der Blood Vein. Wikinger. Ja, oben haben wir so Schwertersymbole. Mhm. Genau, das habe ich gemacht. Genau, die Schilder. Und Waffen gibt's. Ja, genau. Ja. Ragnarok. Ja, ich meine. Ja. Ja, es ist so eher so kindlich, auf comichaft oder so. Ein bisschen. Ist eine, ja, komische Mischung irgendwie. Ja, so komische. Einerseits wollen cool sie total ernst sein, genau, und dann siehst du den einen, wie er umgefallen ist, wegen der Treasure-Chest. Ja. Das ist ganz weird irgendwie. Ja. Aber ja, gut, mein Gott. Am Ende des Tages, was zählt, ist das Spiel. Genau, wie es sich spielt und... Genau. Gut ist oder nicht. Ja. Aber ja, ich meine, es sind viele Karten. Ja, aber weißt du, mit Wikinger-Thema kann man viel machen. Ja, das ist richtig. Also da hast du auch zum Beispiel schon... Ah ja, da haben wir dann ein paar Ressourcen, oder genau, nicht Ressourcen, aber Gegenstände halt. Ja. Ein Kriegshorn, das ist ganz lieb gemacht. Da haben wir nochmal Blood Vein, das haben wir schon gesehen. Ja. Infiltration, schaut ganz düster aus. Also so wirklich viele Sachen, die man machen kann. Genau. Waffen gibt es bei mir und dann dort und so. Da haben wir wieder die Krieger. Ja. Oh, was ist das? Glimpse into the Future. Okay, auch das. Na ja, gut. Ja, natürlich. Die haben ja diese Wahrsagerinnen, ja, gehabt und so. Naja. Die haben dran geglaubt. Naja, selber schuld. Aber schau, so große Schachtel und schaut euch das an. Das hätte ja weg sein können und dann wäre die Schachtel genauso und dann vielleicht sogar kleiner. Also wenn man das alles da reinpacken würde, dann habe ich so viel Platz. Das mag ich dann wieder nicht. Also naja, da bin ich nicht so ganz... Das geht halt nicht, weil die Playerboards zu länglich sind. Schauen wir gleich. Jetzt kannst du gleich mal schauen. Also bis daher wollen wir das, ja, kleiner sein können. Okay, nein, du hast recht. Ja, wäre also sich ausgegangen. Nur bis, ja, auf das. Also das ist größer, also ja, das ist groß, aber das hätten sie ja kleiner machen können und dann wäre es sich auch in normale Schachtel ausgegangen. Aber ja, okay, ja. Sie wollten die Leute catchen, aber ja, damit ein bisschen was anderes. Genau. Ja, zwei Spiele, Oros und Valda, für euch ausgepackt. Kennt ihr diese Spiele? Dann schreibt uns in die Kommentare, wie ihr diese Spiele mögt, wie sie bei euch ankamen, wo sind die Stärken und die Schwächen. Ihr kennt das, damit wir wissen, was uns erwartet. Ich bin gespannt auf das eine andere, auf das eine mehr als auf das andere, aber so ist das Leben eben. Natürlich. Ja, ja. Natürlich. In diesem Sinne, bleibt uns gut erhalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto.